Tja, Idefix wäre überhaupt nicht begeistert, denn unser Freund, der Baum, ist leider tot. Denn er ist umgefallen. So, aber die erste wesentliche Information, die ich euch da mal mitteilen möchte bezüglich dessen, ist, der ist noch gar nicht tot. Der wird zwar sterben und wahrscheinlich hat er das auch mitbekommen, aber noch dauert das ein ganzes Weilchen. Also selbst wenn man den Baum umsägt oder umschmeißt und er offensichtlich keine wirklich realistische Chance mehr hat, das noch irgendwie zu überleben, ist er erstmal nicht tot, bis der wirklich abstirbt und es keine lebenden Pflanzenzellen mehr gibt, die theoretisch bei entsprechender Pflege, zum Beispiel wenn wir jetzt hingehen und zum Beispiel irgendeinen Ast abschneiden und irgendwo in die Wasserflasche stellen und dann irgendwann wieder irgendwo hinpflanzen, da besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Baum dann weiterlebt. Und streng genommen ist es der ganze Baum, der dann weiterlebt. Halt eben nur in Form von einem kleinen Ast, aber es ist immer noch derselbe Baum, genetisch gesehen. Also wirklich tot, ja, da kann man sich durchaus streiten. Auch kann es sein, dass zum Beispiel da hinten bei irgendeiner Wurzel, die da noch im Boden steckt, da vielleicht nochmal irgendein kleines Ästchen austreiben kann, sich dann da sekundär aus einem Stück Wurzelholz nochmal ein Stückchen, ja, Astholz oder Stammholz eigentlich dann eher bilden könnte und es dann halt eben nochmal einen entsprechenden Ausschlag gibt und diese Eiche dann weiterlebt. Also ist es das erste Wesentliche, was man wissen muss, ein umgestürzter Baum, ein toter Baum, ein gefällter Baum, der ist nicht zwingend tot. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gilt generell bei Pflanzen. Pflanzen sind einfach zäher als alles andere in der Hinsicht. Schneidet man bei uns in der Mitte durch, dann sind wir hin. Das überleben wir niemals. Pflanzen hingegen, die haben da durchaus noch so ihre Möglichkeiten und ihre geringen, aber vorhandenen Chancen, tatsächlich sowas zu überleben. Jetzt wird es natürlich so sein, dass man hier jetzt alles abschnibbelt und das Ganze natürlich zerlegt und alles klein macht, weil wir haben es ja hier mit einem Baum zu tun, der mitten auf dem Weg gefallen ist. Deswegen würde ich schon sagen, der ist tatsächlich ziemlich tot. Aber theoretisch und in einem Urwald wäre das nicht zwingend das Ende, was wir hier jetzt sehen. So. Und damit herzlich willkommen im Wald und wir gucken uns mal ein bisschen einen umgestürzten Baum an. So, jetzt ist es allerdings ganz interessant, weil erstens mal haben wir hier es mit einer Eiche zu tun. Eine Eiche ist per se eigentlich ganz stabil. Das ist so eigentlich wohlgemerkt, das Letzte, was im Wald so umfallen sollte. In diesem Fall ist es aber das Einzige, was hier so umgefallen ist. Weit und breit ist das nämlich tatsächlich der einzige Baum, der liegt. Alles andere in der näheren Umgebung ist stehen geblieben. Bei ein paar anderen älteren Bäumen sind so einzelne Äste abgekracht. Das ist aber auch normal beim Baumalter, dass hier dann eben entsprechend vorherrscht, dass dann mal der eine oder andere eh schon ziemlich abgestorbene Ast runterkrachen kann. Ist auch für den entsprechenden Baum erstmal gar nicht so schlimm. Natürlich gänzlich umfallen, das mag man nicht so gerne. Demzufolge ist das hier quasi so der eine große Verlierer in der näheren Umgebung. So, wie gesagt, Eiche normalerweise stabil. Welche Faktoren können wir denn hier jetzt identifizieren, um uns vielleicht mal ein bisschen Gedanken zu machen, warum jetzt dieses Ding als einziges umgefallen ist? Erstens mal haben wir hier eine Wiese. So, das heißt, wir hätten eigentlich eine ganz gute Angriffsfläche für den Wald, für den Wind, der eben entsprechend von der Wiese kommt und dann ungebremst hier in den Wald sozusagen reindonnert. Würde Sinn machen. Ist aber nicht passiert, scheinbar, weil wir ja den Baum nach außen gefallen haben. Der ist nicht innen in den Wald reingeplumpst, sondern eben entsprechend nach außen. Das heißt, wenn wir jetzt mal rein von der Fallrichtung unseres Baumes ausgehen, also ne, diese hier so ungefähr, dann müsste ja der Wind von da gekommen sein. Und was ist da? Naja, ist nicht unbedingt der aller dichteste Wald, weil natürlich eben Laubwald und da kann er schon ganz gut durchpfeifen, der Wind. Aber er ist halt eben auch nicht von der Lichtung gekommen. Ne? Also das ist schon mal ganz interessant, dass er hier aus dem Bestand kam. Der Faktor
Naja, das ist halt eben entsprechend ein Baum an der Lichtung, am Rand der Lichtung. Und die sind ohnehin weiter gefährdet. Das ist zwar trotzdem so, in diesem Fall war es aber halt nicht so, dass der Wind in den Wald reingepfiffen hat, sondern rauskam. Und das ist ein Effekt, den hatte ich auch schon erklärt, also versucht zu erklären, bei meinem entsprechenden Video zu Sturmgefahren im Walde, weil wir halt eben Randbäume doppelt gefährdet haben. Erstens mal natürlich, wenn der Wind ungestört in den Wald reinpfeifen kann. Und zweitens, wenn der Wind aus dem Wald rauskommt, dadurch, dass ich an den Randbäumen dann, weil eben der geschlossene Bestand, die geschlossene, einigermaßen gleichmäßige Struktur des Waldes dann schlagartig aufhört und der Wind dann quasi um die Bäume herum weht, das kann man sich so ungefähr vorstellen, gibt es dann da so eine Art Luftverwirbelung. Und an der Stelle, wo es dann eben der Wind die Kurve macht und diese Wirbelung stattfindet, reißt er mit stärkerer Kraft an den Randbäumen, als es wahrscheinlich schlimm wäre, wenn er von der Wiese direkt herwehen würde. Zumal die Bäume gewöhnt sind, Wind aus Richtung der Wiese quasi zu erwarten. Es ist also schon ganz interessant, dass hier also eben diese Lichtungsrandverwirbelung wahrscheinlich dazu geführt hat, dass wir schon mal einen höheren Windangriff auf unseren Baum hier hatten. Dann ganz interessant, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, ich könnte es mir gut vorstellen, dass der ein oder andere sich das schon gedacht hat, ist dieser Baum jetzt doch relativ dick angezogen, ne? Und die Zweige sind natürlich kahl, wie man sieht. Und wenn man sich nochmal die Bäume der näheren Umgebung anguckt, ein kleines bisschen Efeu ist da zum Teil auch dran. Der da hier, der hat jetzt noch ein bisschen viel. Der hat eben auch viel, ja? Also da hätte man sich's auch vorstellen können. Der da hat auch noch mal recht viel. Aber so dick bepackt wie der, das sind die meisten jetzt eher nicht so, ne? Und auch so diese alten Dicken, die, wenn man den Waldweg weiter entlang geht, die haben auch eher eine recht dünne Hose an. Da hinten sieht's auch nicht anders aus. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Ich will jetzt nicht extra hinlatschen. Der hat schon auffällig viel Efeu dran. Jetzt hatte ich ja erst neulich gesagt, eigentlich ist Efeu in den meisten Fällen für den Baum, an dem man dranhängt, nicht gefährlich. Tja, eigentlich und meistens. Und da muss man jetzt wieder, ich sage das dauernd, aber man muss es auch dauernd sagen, darauf hinweisen, dass Biologie, was ja die Faszination ausmacht, die Wissenschaft von der Ausnahme ist. Ja, und diesmal würde ich schon sagen, dass hier der Efeubewuchs unserer Eiche schon noch ein bisschen dazu beigetragen haben wird, dass die jetzt umgefallen ist. Das ist schon wirklich dichter Efeu. Ich habe es mir jetzt auch noch ein bisschen genauer angeguckt. Und wenn ihr vielleicht noch mal so gucken mögt, es ist schon, da ist schon was dran. Da ist schon wirklich was dran. Und es sind ja immer mehrere Faktoren, die schuld sind, dass ein Baum umfällt. Es ist, also nicht immer, aber meistens sind da viele Faktoren beteiligt. Und sicherlich in diesem Fall wird der Efeu bestimmt einer der besagten Faktoren gewesen sein. Was haben wir also jetzt bisher? Wir haben Randbaum als Problem, wir haben Efeu als Problem. Und Randbaum im Sinne von ganz, ganz am Rand, danach nur noch Feld, das ist sowieso nochmal so eine Sonderstellung. Und dafür gehen wir mal einen Baum weiter, um unser gestürztes Exemplar hier herum. Da haben wir nämlich noch ein schönes Beispiel, wo man das ganz gut erkennen kann, weil so ein Randbaum, der neigt halt eben, das ist der Dorfklatsch hier, die unterhalten sich da gerade, Kunst, ich finde die eigentlich ganz witzig, egal. Jedenfalls haben wir hier ein sehr schönes Exemplar von Krumm, ne? Also der beugt sich, das kann man aus dieser Perspektive jetzt noch nicht so gut sehen,
mit dem Schwerpunkt des ganzen Baumes, weiter rauszoomen kann ich nicht, doch sehr weit in Richtung Weg. Also man kann es erahnen. Also diese Eiche hat per se schon mal eine krasse Schrägstellung. Man kann das als Baum durchaus kompensieren, indem man sogenanntes Reaktionsholz anlegt. Ja, und Laubholz, wie die Eiche, die bildet sogenanntes Zugholz aus. Das heißt, auf der windabgewandten Seite bzw. auf der abgewandten Seite von der mechanischen Beanspruchung. Ne? Also wenn das Ding jetzt in die Richtung wächst, dann wird es sein Reaktionsholz auf der anderen Seite anlegen. Und zwar sogenanntes Zugholz. Man kann sich das also so vorstellen, dass das Holz auf der von uns aus gesehen rechten Baumhälfte sich ein bisschen zusammenzieht. Und das quasi so zusammengequetscht wird. Und durch dieses Zusammenziehen wird automatisch eben entsprechend ein Gegendruck erzeugt zu der Seite, die nach links umkippen möchte. Ne? Man kann sich das so ungefähr vorstellen, als würde man sozusagen, als würde an der Wurzel ein Seil hängen bis oben zur Baumspitze und an diesem Seil wird quasi geschraubt, beziehungsweise das wird drastisch angezogen, um halt eben ein bisschen dagegen zu ziehen, in die, gegen die Richtung, in die der Baum fallen möchte. Ich kann das wirklich besser gerade nicht erklären, ohne irgendwelche holzmikroskopischen Aufnahmen zur Verfügung zu haben. Aber ungefähr so kann man sich's vorstellen. Relativ simpel ist in dieser Hinsicht dann eher der Nadelbaum, weil der hätte dann einfach auf der anderen Seite, sprich zum Beispiel hier drunter, insbesondere in diesem Stammabschnitt, würde der Druckholz ausbilden und an dieser Stelle einfach besonders festes, besonders starkes Holz einlagern, einfach um Gegendruck gegen die Fallrichtung, die potenzielle Fallrichtung zu erzeugen. Das wäre Druckholz. Also Druckholz macht der Nadelbaum, Zugholz macht der Laubbaum. Der Laubbaum ist evolutionstechnisch jünger und sagen wir mal höher entwickelt, also raffinierter entwickelt. Trotzdem kann man bisher nicht behaupten, dass Druckholz automatisch besser ist als Zugholz automatisch besser ist als Druckholz, ne? Obwohl es vom Laubbaum stammt, der ja eigentlich technologisch höher entwickelt ist, vorsichtig ausgedrückt. Das ist also auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Und eben diese Randlage der ganzen Bäume hier am Waldrand führt eben dazu, dass die alle ein bisschen schräg stehen. Jetzt darf man sich natürlich noch fragen, warum die bitte alle schräg stehen. Na, ganz einfach, weil, wenn sie den Schwerpunkt ihrer Äste, den Großteil ihrer photosyntheseaktiven Biomasse, möglichst weit raus auf die Wiese schieben, dann kriegen sie am allermeisten Licht ab. Äste in Richtung Wald anlegen macht also keinen Sinn. Da sind noch andere Bäume, die wollen auch Licht haben, da muss man ums Licht konkurrieren. Geht man aber rüber zur Wiese, dann konkurriert man bloß mit dem Gras und das liegt mindestens 10 Meter tiefer und das interessiert dann den Baum quasi nicht mehr. Ist also ein durchaus vernünftiger Plan, um der Konkurrenz quasi auszuweichen. Das wird man bei jedem Randbaum, an jedem Waldrand eben entsprechend feststellen können, dass dann dieses Verhalten ganz, ganz typisch, auch artunspezifisch immer stattfindet. Tja, und in dem Fall, den wir hier vorliegen haben, hat halt eben dieses Zugholz jetzt nichts geholfen, weil er ja genau in die Richtung gefallen ist, in die er eigentlich von der Anlage seines Reaktionsholzes her geplant hatte, nicht zu fallen. Also für genau diese Richtung, in die er jetzt gefallen ist, hat er sich ja eigentlich vorbereitet. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, scheiße, hat halt nicht funktioniert, ne? Shit happens. Übrigens auch noch ganz schön sehen kann, beim Stürzen hat er vom Nachbarbaum auch noch zwei weit rausragende Äste mit abgerissen, weil, wie gesagt, alle Bäume hier versuchen, ihre Äste möglichst weit auf die Wiese rauszuschieben und dementsprechend diese beiden hier, bei denen wurde das jetzt nun zum Verhängnis. Weiter oben ist eigentlich nichts weiter abgebrochen, aber die zwei, die hat der hier quasi mitgenommen. Und damit kommen wir zum wahrscheinlich interessantesten Teil. Mehr oder weniger. Will ich mich jetzt nicht festlegen, was hier am interessantesten ist. Jedenfalls gucken wir uns jetzt mal den entsprechenden Wurzelteller an. Und das ist bei
Laubbäumen in der Regel eben nicht so ein krasser Teller, wie man das von den Nadelbäumen gewöhnt ist. So ein richtig riesiges Rad, was da teilweise dann entsprechend aufstehen kann. Es ist bei Laubbäumen, insbesondere dann bei welchen, die ein Herzwurzel- bzw. Pfahlwurzel-Herzwurzel-Mischsystem, im Alter dann nämlich eher mehr Herzwurzel als Pfahlwurzel, aufweisen, ist das eher so, dass die mehr so einen kleinen Bobbel, mehr so einen kleinen Klumpen, Wurzelballen freilegen und nicht eben dieses riesige Rad, wie man es von Nadelbäumen gewöhnt ist. Und im Fall von diesem Exemplar hier ist das hier nämlich auch schon alles. Ist ziemlich klein, wenn man bedenkt, was für ein dicker Baum das eigentlich ist. Da hätte man also jetzt durchaus was Größeres erwarten können, eigentlich so ein bisschen. Ne? Gut, was können wir jetzt, ohne das Ding jetzt näher anzugucken, gleich mal als erstes feststellen? Es fehlen hier interessanterweise doch ziemlich eindrücklich die Seitenwurzeln, die auf uns zulaufen. Ne, ihr seht also in diesem ganzen Haufen nur eine einzige. Und wenn man das Ding hier noch mitzählt, dann maximal zwei einigermaßen dickere Wurzeln, die hier in Richtung Weg führen. Und das ist jetzt natürlich auch schon wieder so ein Indiz, wo man sich so seine Gedanken machen kann. Oh, 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 ja, dann war ja relativ klar, dass das nicht groß halten kann. Weil gerade in die Richtung, in die er jetzt gekippt ist, mehr oder weniger, ne, also in die Waldausgangsrichtung, hat er eine relativ schlechte Bewurzelung gehabt. Eigentlich sollte man ja erwarten, gerade wenn das Risiko besteht, dass er jetzt in die Richtung fällt, in die die Kamera jetzt drauf zeigt, dass er dann in diese Richtung, insbesondere da, halt ein paar starke Wurzeln im Boden auch haben muss, um dann eben genau in diese Richtung gestützt zu sein. So, und die hat er offensichtlich nicht gehabt. Nur lediglich diese zwei nicht besonders beeindruckenden Dinger da. Generell ist die Bewurzelung wirklich von der Dicke her überhaupt nicht beeindruckend. Gucken wir uns mal die Unterseite an. Hier können wir eigentlich auch schon fast gar nicht mehr feststellen, wo denn hier mal bitte schön die Pfahlwurzel gewesen sein soll. Ne? Wir haben es hier mit einer Eiche zu tun. Eine Eiche, die kommt normalerweise aus ihrer Eichel raus. Und das Erste, was sie macht, ist schnurgerade nach unten eine vergleichsweise sehr fette Wurzel anlegen. Und mit dieser Wurzel kann sie sich im jungen Baumleben bis ganz weit runter entsprechend richtig schön reinbohren. Und die wird auch immer dicker und das wird so eine massive Wurzel, die man sich so ein bisschen wie eine Möhre vorstellen kann, von der Form her. Ne? So, also im Idealfall. Davon gehen dann natürlich schon noch einige Seitenwurzeln aus. Und wenn der Baum dann mal ganz, ganz alt wird, dann hat er so viele Seitenwurzeln, dass es dann schwierig wird, irgendwann zu erkennen, wo diese Pfahlwurzel eigentlich mal gewesen ist. Aber meistens kann man sie doch noch irgendwo im Wirrwarr entdecken. Und zumindest so, wie wir das hier jetzt sehen, finde ich nicht die ursprüngliche Pfahlwurzel, die diese Eiche mal gehabt haben muss. Das ist also auch wieder so ein Indiz, die Wurzelentwicklung, die war auf jeden Fall nicht super. Super, ganz bestimmt nicht. So, gehen wir mal in das Loch reinschauen. Und dann schauen wir ein bisschen ins Loch und was finden wir da? Eine Menge Hohlraum. Also wirklich reichlich Hohlraum. Und was finden wir nicht? Eine dicke Wurzel. Das einzige halbwegs Brauchbare ist noch das Ding da. Ne? Und wenn du hier dir dieses Ding vorstellst und dann den Dreck dir wegdenkst, dann ist das was ganz Dünnes. All dieses Zeug hier, eher wirklich sehr dünnes Zeug. Da ist überhaupt nichts Dickes dabei. Und das wird jetzt langsam schon verdächtig. Jetzt kraxel ich mal schnell noch auf die andere Seite, dass wir da auch noch mal geguckt haben, der Vollständigkeit halber. Aber da erwarte ich jetzt auch keine dicke Wurzel. Es fehlt diesem Baum wirklich aus irgendwelchen Gründen an brauchbaren, dickeren Wurzeln. Und zwar fehlt es ihm da derartig krass dran. Und dieser Wurzelballen ist eine derartig runde Angelegenheit, dass man sich da wirklich Gedanken machen kann, ob da vielleicht beim Pflanzen was schiefgegangen sein könnte. Mit großer Vorsicht zu genießen. Ne? Grundsätzlich ist das immer ein Gedanke, den man sich machen sollte, wenn man mal die Gelegenheit hat, einen gefallenen Baum näher zu betrachten. Aber oft ist das nicht die Ursache, sondern irgendwas anderes. Aber hier
ist es schon, es ist schon ein bisschen verdächtig. Es ist schon ein bisschen verdächtig. So, wir sind da und wir stellen fest, auch hier finden wir wieder keine nennenswert dickeren Wurzeln, die da irgendwie mal gewesen sind. Ne? Wir haben es hier also wirklich mit einer dicke wurzellosen Eiche zu tun. Für das Alter dieses Baumes und den sonstigen Stammdurchmesser ist es wirklich bemerkenswert, wie wenig dicke Wurzeln da vorzufinden sind und vor allen Dingen auch, wie wenig nach der Seite hin ausladende Wurzeln zu finden sind. Jetzt, woran könnte das liegen? Naja, zum einen liegt es natürlich hier am Weg, weil der Weg, der ist natürlich so dicht, dass die meisten Baumwurzeln, selbst die von einer Eiche, es nicht schaffen, unter dem Weg drunter durch zu wachsen. Der ist also einfach eine unterirdische Mauer, so kann man sich das ungefähr vorstellen, für eine Wurzel, die in die Richtung wachsen möchte. Was natürlich besonders gefährlich macht, hier am Waldrand zu stehen, weil genau in die Richtung, in die man Stützwurzeln brauchen würde, kann man keine anlegen, weil da dann halt eben entsprechend gleich die Straße kommt. Das macht das natürlich schwierig. Jetzt ist es aber gar nicht die Strategie der Eiche, möglichst ein breites Wurzelnetz sozusagen als Stütze in alle Richtungen anzulegen. Das würde eher die Fichte machen, weshalb dann auch eben diese großen, hohen Räder als Wurzelteller zum Vorschein kommen, sondern so eine Eiche, die geht schon relativ in die Tiefe und verzweigt sich dann da unten im älteren Baumleben mit relativ vielen, gar nicht so wahnsinnig dicken Wurzeln. Und das hat die hier schon versucht. Das ist also schon recht arttypisch, das Wurzelverzweigungsmuster. So ein Herzwurzelsystem, nur dass die Pfahlwurzel wirklich nicht mehr auszumachen ist, was mir persönlich eben mich ein bisschen stutzig macht. So, wenn jetzt aber offensichtlich diese Strategie, dieses in die Tiefe gehen und unten möglichst breit und kleinräumig und intensiv alles zuwurzeln, offensichtlich hier nicht so wirklich super funktioniert hat, dann kann das oft, oder zumindest könnte man es dann öfters mal annehmen, daran liegen, dass der Boden halt einfach nicht so geeignet war, besonders tief runter zu wurzeln mit dickeren Wurzeln. Zumal wir hier auch keine abgebrochene dicke Wurzel sehen, die jetzt noch weiter in die Tiefe gegangen wäre. Also die maximale Durchwurzelungstiefe, wenn wir mal von diesem Ding hier ausgehen, und da oben ist ja oben, dann na, so ungefähr 1,20 Meter oder was. Das ist aber eigentlich relativ normal. Woran es aber dann jetzt hier scheinbar gefehlt hat, waren dann feinere Wurzeln, die noch nennenswert viel weiter runtergekommen sind. So tiefgründig scheint der Boden hier also demzufolge gar nicht zu sein. Das heißt, wir haben da unten irgendeinen Faktor, der dazu führt, dass man mit den Wurzeln nicht viel weiter runterkommt. So, und jetzt müsste man natürlich ins Loch springen und nachgraben. Das ist im Zustand, das Ganze relativ frisch gefallen ist, allerdings ziemlich lebensgefährlich und das werde ich natürlich entsprechend unterlassen. Was man aber noch machen kann, das machen wir jetzt von der anderen Seite. So, wir sind also wieder jetzt auf der Vorderseite sozusagen, also vom Weg aus gesehen. Und was wir jetzt noch anstellen können, sind ein paar bodenkundliche Untersuchungen. So, und dafür brauchen wir Bodenproben. Und da nehmen wir einmal hier eine Bodenprobe. Und wir entnehmen ganz unten auch noch mal eine Bodenprobe. Oh, war das schon ganz interessant. Im Idealfall sollten die jetzt nass sein, sind sie aber nicht. Naja, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich meine Kamera nicht allzu sehr eindrecke. Ich muss das Display kurz umklappen. So, folgendes. Hier haben wir oben. Was wir jetzt machen, ist die sogenannte Fingerprobe. Das heißt, das müssten wir jetzt wirklich noch ein bisschen nasser machen, wir versuchen mal aus unserem Dreck hier ein Würstchen zu drehen. Geht mit beiden Händen einfacher, aber ich habe gerade nur eine. Und wir stellen fest, ja, mit Mühe und Not kriegen wir da sowas zustande. Ne? Also das ist, ja, da ist auf jeden Fall ein gewisser Ton im Boden vorhanden, was man nämlich mit dieser Technik, der sogenannten Fingerprobe,
Brüstchen drehen, feststellen kann, ist, wie viel Ton haben wir denn in unserem Boden? Was ist eigentlich die Bodenart, mit der wir es hier zu tun haben? Und ohne jetzt das entsprechende blaue Buch dabei zu haben, das man in diesem Fall eigentlich konsultieren sollte, würde ich sagen, das ist jetzt ein bisschen was von allem. Ne? Also ein Lehm. In einem Lehm ist so ziemlich alles enthalten, sowohl Sand, also grobe Partikel, Schluff, so die mittleren, schon eigentlich ziemlich feinen Partikel und Ton, die ganz, ganz feinen Partikel. Ein reiner Ton wäre dann super knetbar und, tja, kennt man vom Töpfern. Ne? Und jetzt haben wir hier im Vergleich einen Boden von sehr weit unten. Und was ich jetzt zuerst schon ein bisschen vermutet hatte, war, dass wir es hier mit einer Tonverlagerung zu tun haben. Das wäre dann, dass im Oberboden, also hier, durch chemische Prozesse der Ton aus dem Boden schon ein bisschen ausgewaschen wurde. Und der wäre dann mit dem Wasser weiter in die Tiefe gerutscht und würde sich dann irgendwann wieder ansammeln. Nämlich zum Beispiel jetzt hier in diesem Bereich. Das Tiefste, was ich jetzt zum Beispiel aus dem Ballen noch rausnehmen konnte. Da wäre dann eine Anreicherung zu erwarten gewesen. Und würden wir jetzt diese Anreicherung dort finden, eine ziemlich krasse Tonanreicherung, dann hätte man damit erklären können, weshalb die Wurzeln nicht weiter nach unten gekommen sind, weil der Boden dann sehr, sehr, sehr fest wird und eine enorme Energie von der Wurzel her notwendig ist, um da dann noch eben durchwachsen zu können. Aber wie wir hier feststellen und wie man hört, weil mir das dauernd runterbröselt, können wir mit dem Unterboden, der zugegebenerweise ein bisschen trocken ist, man müsste ihn noch etwas nasser machen, kaum eine Wurst drehen. Also eigentlich gar nicht. Der zerbröselt ganz gut. Da haben wir es mit einer ziemlich schluffigen, sandigen Sache zu tun. Generell würde ich so vom Gefühl her, ohne das entsprechende Buch, wie gesagt, griffbereit zu haben, sagen, dass wir hier recht viel Schluff drin haben. Das macht auch eigentlich Sinn beim Unterboden hier in der Gegend, dass der noch überwiegend aus Schluff besteht, weil wir uns hier noch so auf den letzten Resten von Löss befinden, vom Ausgangsgestein her. Also eine Tonverlagerung, Ton nach unten und dort einen undurchdringlichen Horizont bildend, wo die Wurzeln nicht mehr runterkommen. Wie gesagt, es wäre eine Erklärung gewesen. Es ist hier nun leider nicht der Fall. Zumindest, vielleicht gibt es doch eine Tonverlagerung, aber zumindest nicht so weit nach unten, dass die dann der ausschlaggebende Faktor für eine nicht so gute Wurzelentwicklung gewesen ist. Man braucht aber auch ein richtiges Bodenprofil, um eine Tonverlagerung so richtig gut feststellen zu können. Aha, gewisse Gefügebildung haben wir schon. Haben wir doch. Naja, also wenn Tonverlagerung stattgefunden hat, dann auf jeden Fall nur im geringen Maßstab und nur in geringer Tiefe. Also das kann ich jetzt definitiv nicht feststellen. Der Boden oben ist der tonreichste, was auch zu erwarten wäre, weil sich der Ton erst durch die Verwitterung des Bodens, durch das Altern des Bodens, durch das Einwirken des Regens von oben auf den unteren Boden und damit auch die Säure, die der Regen darstellt, ne, da entwickelt sich dann langsam eben Ton aus jedem Boden, der ursprünglich nicht so viel Ton enthält. Also nicht aus jedem, aber aus vielen Böden. Es ist nicht so einfach, wenn man jetzt nicht einen Haufen Vorwissen voraussetzen möchte. Also das ist nicht der Grund. Ne? Das wäre aber eine mögliche Erklärung gewesen. Schade. Hätte ich jetzt gerne gezeigt. So, jetzt ist mir aber doch noch eine mögliche Sache eingefallen. Jetzt, wo ich hier so auf dem Baum entsprechend rumsitze und ihn mir noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lasse, sozusagen. Folgendes. Gucken wir uns noch mal hier das an. Ne? In diese Richtung, so wie wir jetzt schauen, von da kam der Wind und hat ihn umgepustet. Direkt rauf auf die Wiese wäre aber so gewesen. Dass er so rumfällt, das ist eher unwahrscheinlich, weil er ja wahrscheinlich damit gerechnet hat, aufgrund dessen, dass er seinen Gewichtsschwerpunkt ja auch schon raus auf die Wiese verlagert hat,
dass er ursprünglich irgendwann mal in diese Richtung fallen wird. Damit hat er gerechnet. Davon ist er ausgegangen. Interessant wäre es jetzt, wenn wir jetzt die Stammscheibe von dem Baum mal anschauen würden. Ne? Also nehmen wir an, wir schneiden den kurz über dem Fuß ab und schneiden uns da so eine schöne Scheibe raus und die polieren wir uns schön und dann gehen wir ins Labor und untersuchen das Ding mal, wie ich das bei ewig vielen Stammscheiben machen durfte für meine Bachelorarbeit. Und dann können wir mal schauen, in welche Himmelsrichtung unser entsprechendes Bäumchen denn jetzt welches Reaktionsholz aufzeigt. Eigentlich wäre zu erwarten, dass er quasi in der entgegengesetzten Richtung von der Wiese weg, das ist also die Richtung, in die ich jetzt gerade aktuell zeige, ihr steht quasi auf der Wiese und guckt mich an, der ich direkt vorm Waldrand hocke. Ne? Also aus dieser Richtung müssten wir in der Stammscheibe breite Jahrringe finden, weil da ist vergleichsweise weiches Holz, vergleichsweise wenig dichtes Holz zu erwarten, denn es ist ja ein Laubbaum und der bildet sein Zugholz auf der entgegengesetzten Seite aus, damit es da sich eben entsprechend zusammenzieht und sich dem Wind sozusagen entgegenstellt. Das heißt, da hinter mir, in dem Bereich des Baumes, da müssten wir dann sehr enge, sehr konzentrierte Jahrringe erwarten. Und gerade bei so einem Randbaum wäre das wahrscheinlich, typischerweise sehr deutlich in der Stammscheibe zu sehen. Sehr, 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 sehr dünne, feine, starke, mächtige Holzstruktur mit hoher Holzdichte da hinten. Und in der Richtung, wo ihr jetzt seid, relativ breite, nicht so dichte Jahrringe. Das wäre so die typische Verteilung. Ne? So wie man es erwarten kann, weil die Bäume ja alle in die Richtung quasi hängen und sich deshalb dahin absichern, dass sie in diese Richtung möglichst stabil sind, windtechnisch. Interessant ist das jetzt deswegen, nicht weil das zu Erwartende hoffentlich eintritt, das wäre dann langweilig. Wäre ganz normal, damit können wir nichts erklären. Interessant wäre es dann, wenn wir bei diesem Baum, auf dem ich jetzt sitze, feststellen, dass er auch Reaktionsholz in die Richtung, also gegen die Windrichtung, aus der er jetzt geworfen wurde, ausgebildet hat. Weil, wäre so ein Reaktionsholz zu finden, dann könnte man daran ablesen, dass dieser Baum hier schon über die, weiß nicht, 130, 140 Jahre, die hier herumgestanden ist, mehrfach aus genau dieser Schneise, aus genau dieser Richtung Wind abbekommen hat. Dann wäre das also ganz normal und ein Sonderfall bei diesem Baum, dass der aus irgendwelchen Gründen in einer Schneise steht. Und dann könnte man damit auch erklären, warum nur der umgefallen ist und die anderen nicht. Wenn man die anderen nämlich auch noch fällen würde und gucken, ob die auch eine entsprechende Reaktionsholzverteilung aufweisen wie der hier oder eine normale, wie sie eigentlich zu erwarten wäre. Man müsste also hier nur alles fällen und mir ein paar Stammscheiben geben und dann könnte man das alles ganz super untersuchen. Ne? Machen wir nicht, oder? Schade. Ach schön, ja, macht doch Spaß. So, mehr habe ich jetzt hier aber gar nicht mehr zu sagen. Jetzt gehe ich wieder weg. Macht's gut.